Ostra, wir kommen. Ich habe mir Deodorant schon mitgenommen. Dann nehme ich alles. Abkürzung, go. Ich habe keinen Bock, den Weg zu laufen. Ich auch nicht. Ich glaube, du warst so eine halbe Sekunde schneller als ich. Ich komme. Ui. Und wenn ich das richtig sehe, ist das Teil zum Sprengen auch direkt hier. Mit Detonation soll ich das eigentlich auch sprengen können. Ne, mit Weifern kann ich das auf jeden Fall aufsprengen. Also bring den mal zu mir. Spreng ich's auf. In seinem Gesicht. Auch wenn es Feuer ist. Unterwegs. Au. Ja, heute der Flammenkaiser, ne? Und der will jetzt nicht ernsthaft meine Katze quälen. Macht er denn? Doch, anscheinend wollte er meine Katze quälen gehen. Oh, was hat die Katze denn getan? Aua. War auf einmal so ein Flammenstrahl in meinem Gesicht. Ja, komm hier! Komm, trau dich! Er ist noch außer Reichweite für mich. Bam, 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 bam. Also im Gesicht mache ich echt gut Schaden. Komm, jetzt muss ich ganz schnell wechseln. Nein! Und down. Das ging schnell. Dabei habe ich sogar eine Feuerabwehr. Ich kann nicht besser gegen seine Attacken gewappnet sein. Außer ich trage seine Rüstung. Ich wollte gerade die Wand in die Luft jagen. Da hat er mich in die Luft gejagt. Da wirst du halt einfach niedergestampft. Oh, ich sehe, da ist noch jemand anderes, der an der Party teilnehmen will. Spinnchen kommt zu Besuch. Ja, von dem ich die komplette Rüstung habe. Ah, kein Revierkampf. Schade. Ja, das wäre zu schön gewesen. Ja, du kannst den Theoser ja am Ende in das Flammending reinjagen. Wahrscheinlich gehen die Drachenältesten die Revierkämpfer nur mit dem Magna Malo ein. Weil der auch so, so ein halber ist, ne? Ja, ein halber Drachenältester. Nee, ich will da hin, verdammt. Kannst ruhig was aus dem Kadaki rausbügeln, wenn du willst. Das war sowieso der Plan. Also wenn schon, dann prüge ich schon richtig raus. Hier. Was denn hier hin? Ich habe die Weifermuni zur Not ausgerüstet. Hier bin ich. Hast du es getroffen? Ja, hast du. Yep. Friesweifer-Munition. 400. Habe ich dich gesprengt? Ja. So stehst du damit auch am Schwanz, da muss ich gerade reinschneiden will. Hilfe!
Jetzt ist er richtig wütend. Tau, diese fliegenden Kugeln sind, solltest du aufpassen, die explodieren. Ich kenne den guten alten Teostra. Und ich weiß, wie hart der einen in den Hintern treten kann. Dachte ich, heile dich mal. Doch, alle Katzen haben den Bonus drauf bekommen, inklusive dir. So, wo will er hin? Hab nicht aufgepasst. Hier ist sogar ein Magna Malo, ne? Ja, der ist immer da. Der ist eigentlich immer da, wo die Drachenästen sind. Da ist immer einer. Und ein regionsspezifisches. So, den Tuchfalter gönne ich mir jetzt allererstes. Ach, 70. Teil mir in diesem Gebiet eigentlich mal den Seilkäfer, damit ich drei Seilkäfer frei habe. Den dreifachen Sakura hier. Ich sammle die auch immer alle so von ein. Das wäre auch ein schönes Foto gewesen. Hätte ich nicht ausweichen müssen, hätte ich davon auch ein Foto gemacht. Mann! So langsam. Nein, weil meiner unbedingt immer wieder rausgetappt ist. Er wollte nicht in dem Fotomenü bleiben. Nein! Ich hab das Foto, ich hab den nach der Explosion nur. Mach's beim zweiten Versuch. Ich auch. So weit kann ich nicht schießen. Au. Komm, diesmal aber. Meine Streuer hat endlich mal getroffen. Müssen eh erst warten, bis der ausrastet. Ja. Die Blitz brauchen wir was gebracht? Ja. Yep. Frissstreu! Du hast sie nicht so gefuttert, wie ich wollte. Nein! Lass mich! In diesem Bumerang. Ries! Macht so schön Schaden! Also ich hab getroffen, der ist genau reingerannt. Das war so beabsichtigt. Keine Ahnung, was ein anderer gesehen hat. Ich hab gar nichts gesehen. Ach, darunter. Habe ich dich getroffen? Nein. Jetzt aber. Welche Munition will ich denn als nächstes? Ich habe eine Detonation, die ich ausschmaßen kann. Ich meine, ich habe das Affinitätsschlitter noch drin. Da habe ich auch. Doch, einfach rein damit. Kann ich auf Entfernung kämpfen. Ich glaube, ich habe ihn benommen gemacht. Den Oplos ja auch nicht wegzuschieben. Nervtötend, ne? Der will sie ja nicht angreifen. Der hat mich gerade komplett beiseite geschoben. Funktioniert die Lockkröte eigentlich auch beim Teostra? Ja. Ich darf nicht testen. Hat Teostra gesagt. Ja. Ich darf nicht. Er hat direkt Nein gesagt. Aua.
Greif die scheiß Kröte doch wenigstens an! Von dabei. Ah, nicht du, er. Versuch mich auf die Flüge zu konzentrieren, weil du da nicht so gut drankommst. Ich halte jetzt eh erstmal auf den Schwanz ein, bis er abfällt. Und da ist er weg. Ich hab. Ach so, das war der Schweif. Ich dachte, ich hätte endlich meinen Job erfüllt. Aua. Wenn du nichts dagegen hast, loote ich den, sobald er mal aus dem Raum rausgeht. Also, ich glaube, ich habe meinen Job doch erfüllt. Die Flüge sehen kaputt aus. Ja, die Flüge sind auch hinüber. Okay, dann fehlt ja nur noch doppelt der Kopf. Ich glaube, da reicht sogar ein Einzelner. Nee, beide, es waren einmal die Haare und einmal die Krone. Du musst die Hörner. Und den Kopf, den kannst du mehrfach brechen. Ich dachte, der ist weg. Der ist nicht weg. Der will unseren Arsch noch. Ich dachte, der wäre weg, sonst wäre ich gar nicht zum Schweif gelaufen. Autsch! Ich sehe nur noch Explosionen! Volle Kanne vorbei. Lass mich weg, lass mich weg. Ich will nicht explodieren. Warum denn nicht? Ach, Kacke! Oh, meine Detonation hat mich gerettet. Weil Explosionen wehtun. Ich will nur weg von dir. Scheint der Narren an dir gefressen zu haben. Lass mich doch! Ja, der merkt sich, dass ich ihm die Flügel gebrochen habe. Ich hab keinen schon vergessen, dass ich ihm den Schwanz abgehackt habe. Du hast ihm eine Sache gebrochen. Ich habe ihn zwei gleichzeitig gebrochen. Wir gehen so langsam, aber sicher die Detonationsmunition aus. Ich sehe doch, dass du wieder mein Gesicht willst. Hilfe. Ja, endlich, man darf. Wo ist der Schweif? Da. Hier liegt der irgendwo rum. Gott, ey. Nerv. Ich habe nur die Explosion in meinem im Gesicht gesehen. Oh, Zeitgeber. Hi. Geht's denn so? Ich habe keine Lust mit der Spinne zu spielen. Ich sehe zwar aus wie deine Artgenossen, aber nein. Ich habe deine Freundin nicht getötet für meine Rüstung. Nein, das habe ich nicht. Nee, ich habe sie nicht getötet. Ich habe sie, ich habe sie eingefangen. Und vorher halb tot geschlagen. Ich habe sie nicht getötet, wollte ich nur damit sagen. Ich habe nicht gesagt, dass sie ein friedliches Leben hatten. Mal den Kopf stillhalten, du hast mich nicht viel. Ich bin ja schon so froh, dass ich den so oft treffe. Ich dachte, wenn er schon so schön liegt, kann ich mit Schrapnell reinschießen. Schrapnell ist für den Arsch. Letzte Detonation! Ich hab zum Glück den Kopf getroffen. Wer will's wissen? Die hast du nicht getroffen. Du Lusche! Der hat zugehört, verdammt! Oh. Ja, hallo. Ich kann reinrattern! Schnellfeuer! Oh, guck mal, wie stark ich reinrattern kann. Das tut doch weh, bestimmt. Und ich darf nochmal mit der Weifermuni offenbar reinjagen.
600. Ja. Gleich noch ein. Du siehst, wo ich stehe, ne? Ja. Das war nicht nah genug dran für Viper-Munition. Wow. Der sagt mir da immer noch außer Reichweite. Was sagt das über die Reichweite der Muni aus? Nahkampfmunition. Jetzt wisst ihr, warum ich immer so nah rangehe. Das kann ich auch erst dann machen, wenn die einmal kurz liegen. Sonst kriege ich dabei selber aufs Maul. Ich besuche deine Stimme wieder. Nein. Guck, wie lang. Also ich habe ein Foto von der Explosion, aber er ist nicht mit drauf. Obwohl, zählt als Tierhoster-Foto. Ich habe meine drei Fotos schon verbraucht. Ich habe noch eins frei. Ich warte noch auf eine, weitere Sonnenexplosion. Ich schieße trotzdem weiter auf den Theostro. Ich glaube, so weit kommt es nicht mehr. Warte, beifahren! Warte, bis der berissene Rächer durch ist. Der wird sich noch ein paar Mal bewegen dabei. Ich habe aber getroffen. Eine habe ich noch. Und die jagt, ich stehe jetzt rein. Du bist einfach nicht nah genug. Nur dein Schweif war nah genug. Oh, er hinkt weg. Ich hab dich mal kurz geheilt. Oh. Geh bitte. Habt ihr auch noch Dämon verpasst? Ich hab nur noch Frostmunition. Ich glaube, die Spinne will's aber auch wirklich wissen, ne? Also, die klebt den Theos auch überall am Hintern. So, hier bitte. Wieso habe ich jetzt 0 Damage gemacht? Könntest du mich bitte nicht weiter so anschreien? Ich stehe in der Lava drin. Ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme gesehen hat. Der Flammenstrahl war am Anfang mitten in meinem Gesicht und er hat nicht getroffen. Er hat tatsächlich daneben gehaucht. Obwohl es in meinem Gesicht war. Jetzt kommt der Magma. Und jetzt hat er sich wieder. Er wollte den Streit, aber er hat gesehen, es liegt tot da. Es hat ihm den Tag verdorben. Ach, da liegt auch noch was! Ja, so Magma-Malmaterial. Liegt da. Den brauche ich trotzdem! Achso. Träne. Eine scheiß Träne. Naja. Wird sein, es was mit diesem Part. Wir sehen uns beim nächsten. Tschüss.